Okay, wir haben die Lösung nur mit ein bisschen Hilfe von Komplettlösung. Das ist nur den Anfang. Ja, jetzt haben wir den Anfang rausbekommen. Jetzt machen wir den einfach mal. Das braune. Braune, dann so, dann so. Okay, soweit waren wir mit der Lösung. Danach haben wir das hier so. Das haben wir selbst gemacht. Muss man immer wieder betonen, wir haben das selbst gemacht jetzt. So, so, so. So. Ja. Wie gut mein Gedächtnis ist, oder? Irgendwie habe ich mir perfekt den Weg gemerkt. Bisschen, egal. Und so. Yeah. Ja, Geschafft. das sieht vielversprechend aus. Ach, zu lange. Endlich. Ganz wie ich vermutete. Nun gut, ihr dürft passieren. Hat hier lange genug gedauert. Der Boss hat mal wieder recht. Ihr müsst diejenigen sein, auf die er gewartet hat. Wir dürfen also eintreten. Nun ja, geht einfach geradeaus bis ein paar Runden und lasst den Boss besser nicht warten. Und Telefon klingelt schon. Okay, Tür ist auf. Der Pagundum ist nicht mehr fern. Endlich treten der gute und der böse Professor einander leibhaftig gegenüber. Und wie soll das gehen, wenn unser Professor gar nicht da ist? Hä? Was? Hä, wo ist denn der Professor hin? Ja. Wie vom Erdboden verschluckt? Aber er hat doch noch einen Augenblick das Rätsel des Torwächters gelöst. Ja, und das Tor hat er ebenfalls mit uns zusammen durchstritten. Aber er ging uns ein Stück voraus. Ich glaube, ich habe ihn kurz winken sehen. Aber wo ist er nur hin? Ich weiß auch nicht. Aber wenn ich mich recht erinnere, hat er mir zugelächelt. Okay, aber wieso das alles? Das frage ich mich ebenfalls. Der Professor handelt nie ohne einen guten Grund. Wieso sollte er sich so heimlich von uns fortschleichen? Flora, du hast einen Zettel an deinem Rücken geklebt. Tretet mich! Och nein, wie peinlich, hat mir da etwa jemand einen Streich gespielt? Da steht ja etwas drauf und es ist Handschrift des Professors. Lasst mich mal sehen, ihr geht ohne mich weiter, ich bin bald wieder bei euch. Er hat uns bisher noch nie in die Irre geführt, lasst uns einfach tun, was er uns sagt. Einverstanden, ich möchte wetten, dass der Professor dies alles so für dich geplant hat. Sollte mich... Ja. Das ist alles sehr schön und gut, aber wie werden wir jetzt jemanden bitte den Zettel vom Rücken nehmen? Oh, und kennst du? Ja. Okay. Und Rätsel. Hey, was machst du denn hier? Wir sind unterwegs zum Pagundum. Alles weitere geht nur uns etwas an. Nur nicht so eilig, Freundchen. Du warst an der Sache mit Casino beteiligt, habe ich recht? Und was, wenn ich wäre? Was würden sie dann tun, hm? Ich würde euch von Schelten meinen Kumpel die Hucke vollhauen lassen, jawohl. Wenn er bloß hier wäre, dann würde euch hören und sehen vergehen, ihr Pussy. Ja, haben wir ja richtig Glück, wir spazieren da mal weiter. Ihr, wenn Schelten euch in die Finger kriegt, macht euch zum Hackepeter. Gut zu wissen, halt eins noch, löst dieses Rätsel. Das ist einfach so. So stumpf ist er so. Zielfoto. Achso, okay. Dieses Zielfoto eines Rennens wurde in senkrechten Streifen zugeschnippt. Zerschnippelt, die wiederum vierkölig durchgemischt wurden. Auf dem Foto ist die Reihenfolge des Ziellaufs aller Rennteilnehmer abgebildet. Welcher Läufer hat den dritten Platz belegt? Kreise deine Antwort ein. Wo ist das Ziel? Ach so, das wurde nicht in der richtigen Reihenfolge, ne? Hey. Das wurde nicht in der richtigen Reihenfolge. Kann eins davon Kreis Nummer. Was soll man machen? Guck mal hier. Du musst auf die Tauben achten. Das sind doch die Menschen. Weil die Tauben machen nicht mit. Nein, das ist ja nicht in der richtigen Reihenfolge. Das so. Hier, dieses Teil gehört eigentlich dahin. Ah. Zum Beispiel. Dann. Dann kommt das da dahin. Warte, ich mach Notiz. Also das da. Mach da so einen Pfeil zu dem vierten und dann so ein. Also so ist das, in die Richtung. Ne? Stimmt. Und das da? Dieses hier kommt hier nach hinten. Okay. Lass mich lieber das zeichnen. Du hast irgendwie Probleme, sieht man so. Nee, egal. Warte, hier ist ein blauer. Also das da ist hinter dem hier dann sogar. Haben wir das schon? Nein, das nicht.
Du hast das dann mit dem getauscht. Das mittlere mit dem vierten. Wo ist ein roter Federschwanz? Siehst du da mal jetzt? Müsste einer da sein. Mach mal zurück kurz. Ich will mal das Bild genau betrachten. Warte, guck mal, das da kommt hier hin. Und das da kommt hier hin. Und das da kommt hier hin. Das ist das erste. Hab mir schon gedacht, wegen dem roten Federschwanz. Wo ist er denn? Der müsste dann hier, genau hier. Okay. Der hat den dritten. Also, er hat den ersten, ne? Mhm. Den zweiten? Zweiten, oder? Ja, das ist das dann, F. Ja. Oder der? Ach, ja, F. Ja. Das Rätsel ist so gut wie gelöst. Geht doch. Mit Bravour gelöst. Ja, jetzt mal. Ja. Okay. Und was machst du jetzt, Schnotz? Schnotzdonner, ihr habt das Zeichen geknackt. Verwirrung erkannt, mein Bester, und nun ist ja leider weiter. Sie finden ganz bestimmt den anderen, der sich ihre Lösung anhört. Na gut, ja. Hm. Aber wenn mein Kollege Scheitern hier wäre, dann würde er... Ja, halt die Fresse, du in der Schiff. Das ist doch, guck mal! Was das? Das wird euch noch leid tun, bei meiner Ehre. Das zahle ich euch noch heim. Was für eine Ehre hast du denn? Sagst du mal, dein Kumpel kommt. Ja, komm. Hoffentlich ist der Professor bald wieder bei uns. Armer Luke, ohne den Professor bist du ja ganz verloren. Das musst du gerade sagen. Entschuldigt bitte die Verspätung. Lasst uns weitergehen. Professor, wo waren Sie denn? Gerade waren Sie noch bei uns und schon waren Sie verschwunden. Bitte entschuldige, Luke. Ich musste kurz vorauseilen und mich einer Sache vergewissern. Aber lasst uns rasch weiter. Der Pagodenturm wartet schon auf uns. Endlich sind wir da. Ob dort oben wirklich der Professor Layton der Zukunft auf uns wartet? Möglich. Weißt du, diese ganze Geschichte scheint mir viel komplexer, als wir ursprünglich vermuteten, Luke. Hä? Verdächtiger Blick vom älteren Luke. Warum wohl? Brezeln. Fest verschlossen, als wäre euch schon zieh mal an, die Augen dieses Drachen scheinen der Schlüssel zu diesem Tor zu sein. Das klingt ja nach einer Rätsel. Ich lege, Professor, die Damen nur auf. 90. Die Drachenaugen. Okay. Zeit für eine kleine Geometrie-Lektion. Okay. Ah ja, ein Körper, der aus 12 Fünfecken besteht, nennt man Dodekaeder. Wie du ja siehst, zählen auch unsere Drachenaugen zu diesen faszinierenden Objekten. Eines der Augen ist bereits zusammengesetzt und das andere musst du dich kümmern. Welche der ausgefalteten Dodekaeder bildet beim Zusammenfalten ein exakt identisches Auge? A, B oder C? Dodekaeder. Was ist das? Zwölfeckiges Ding ist da. Ach so. Oder sowas. Okay. Dodekaeder. Hä? Ach so. Dann ist das irgendwie, dass ich jetzt zusammen. Wir können jetzt eigentlich noch raten. Nein. Man muss das erst zusammenfalten. So wie ein Würfel. Mhm. Siehst du das? So, dass genau das da ergibt. Okay, warte. Man muss sich das alles im Kopf vorstellen. Ah. Warum? Wie wäre es hiermit? Wegen der Form. Also, wenn du es zusammenklappst, da sieht man diese grünen Dinger, ne? Nur da klappt es zu, dann. Diese grünen Dinger. Ach so. Bei den anderen war das irgendwie so schief. Jaha. Sesam, öffne dich. Vortrefflich, Lass, mein Junge. Ja, hat dich gerade gelobt, Alex. Glück in der Lobrede. Los, treten wir ein. Rein. Yeah, verrückte Musik. Wenn das jetzt berühmt passiert, dann was? Okay.
Die Ziegelsteine? Rätsel. Was ist denn das für ein eigenartiger Apparat? Er scheint sich um eine Art elektronisches Brille zu handeln. Ein Visor, könnte man sagen. Was immer es auch ist, wie einen Kopf. Für meinen Kopf ist es viel zu groß. Lass mal sehen. Aha, da scheint mir ein Okularprojektor zu sein. Ein bitte was? Stell dir es einfach als ein tragbares Fernsehgerät vor, das immer nur eine Person nutzen kann. Ich bin mir fast sicher, dass man mit Hilfe dieser Apparatur jene Tor öffnen kann. Darin ist offenbar ein Rätsel gespeichert. Welches denn? Ja. Dann nenne ich mal eine ausgebildete Technik. Es scheint, als habe mein Kopf die passende Größe für diesen Gerät. Ich werde mal ein Bild riskieren. Einen riesen fetten Kopf hat er, ja. Cyborg! Und sehen, yeah. Sehen Sie was, Professor? Yay! Hier mit dieser Brille sehen Sie aus wie eine riesige Heuschrecke. Eine Roboter-Heuschrecke. Ja, ich kann das etwas erkennen. Ich stelle, wo seine Augen werden weggeätzt oder so. Ja. Yeah. 91. Kaleido. Was? Kaleido-Wieso? Kaleido. Ha. Nein, ach, warte. Na, warte, lies lieber. Der Professor links und rechts. Linkes und rechts. Jeweils dasselbe Bild. Mit einem markanten Unterschied. Das rechte der beiden Bilder wurde nicht nur eingespiegelt, sondern auch ein Stück weit gedreht. Aber nanu, wie es scheint, wurde dazu auch nur eine der 8 farbigen Formen leicht verändert. Welche ist das? Es wurde gespiegelt? Ja, eine. Gedreht. Also, welche davon wurde kurz verändert? Achso, man kann nur bei A bis da, ich dachte nicht dann auch. H kann man nicht. H schon richtig. C auch. Und G auch, da kann man auch nichts ändern. Ja, Stern auch. Mhm. Wobei? Warte. Das hat man. Warte, den Stern? Das hat man auch, ein H kann man auch nicht so ändern, egal welche Form wie. Ja. E, F oder B? B, oder? B. Das ist zu gerade hier. Oder? Ja, mach B. Ja. Ja, das sieht vielversprechend aus. Nein! Habe ich etwas übersehen? Etwas im Gang. Irgendwas Mysteriöses. Der Mond? Was? Nein! So sollte es stimmen. Verdammt! Dachtest du echt? Oder hast du einfach gedrückt? Einfach so da gemacht. Muss ich einen Fehler gemacht haben. Ja, wir haben es verstanden. Lass mal noch gucken, genau. Was kann denn verändern? Also B und F haben wir schon. Warte, ich habe eine Idee. Ja, ist doch richtig. Dann kann es nur E sein. Es ist sogar G. Ja, das sieht vielversprechend jawohl aus. Wieso? Das wurde ein bisschen so gedreht. Guck mal, bei dem linken Bild war das so, dass es genau auf diesen in der Mitte so zeigt. Aber wenn du so guckst, dann nicht. Ach so, verstehe. Fort damit, es ist als ob man ein Apparat mit Energie entziehen würde. Mein Kopfschmerz. Aber die Mütze hat sich ja gelohnt. Sehen Sie nur, dank Ihnen ist die Tür intrige. Wir können weiter. Und weiter geht's. Wie schnell sie oben gegangen sind. Lampe? Lampe. Die untere. Und das da? Und die Wand? Ich hab schon da. Diese. Schade. Weiter geht's. Was für ein unheimlicher Bau. Findest du, ich finde all die Ornamente wirklich hübsch. Yeah, Ornamente und so.
Fenster? Welches Fenster? Ja, genau das Fenster. Jetzt ist es so jemand, dann schreit ein Kumpel hier an. Du bist also der Kanal, die Kanäle, die mein Kumpel so drangsaliert hat. Das wirst du wirklich schon gefallen, Junge, ja. Das wurde jemand bei seinen großen Häuptlingen ausgeheult. Das sollte von wahrem Charakter. Sei still, wer hätte denn. Was hätte ich denn tun sollen? Ihr wart mir zahlenmäßig überlegen. Ja, ich verstehe schon. Du hast eben nicht das rechte Format, um dich mit uns anzulegen. Also hast du deinen kleinen Kollegen herbeigerufen, weil er nur einige Nummern größer ist. Reiß nur weiter deine Klappe auf, Bürschchen. Ihr Schätzki solltet froh sein, dass Backpfeifen im Paguntum nicht geduldet werden. Also im Spiel ganz allgemein, würde ich mal sagen. Sonst hätte ich hier schon mit euch feucht durchgewischt. Okay. Aber leider tabu, es gibt anstatt ein Ohrfeigen eben ein Kopfnuss. Ich will bloß hoffen, dass mit einem Rätsel gemeint ist. Soll ich etwa... Ich lasse nicht zu, dass sie sich mit diesen Spiegeln abgeben, Professor. Ich nehme die Herausforderung gerne an. Keine Kopfnuss. Zwei linke Brüder. Nein! Das ist jetzt was anderes, oder? Doch. Guck! Nein! Okay, lies mal, bitte. Zwei ausgekochte Schlitzohren wollen mit diesem Brett dem Eingang der Grotte verbarrikadieren, in der sie ihre Schmuggelware versteckt haben. Wenn sie das Brett in zwei Teile gleicher Form und Größe zusägen, können sie den Höhleneingang damit komplett versiegeln. Zeichne auf dem Brett ein, wie der Schnitt verlaufen soll. Deine Linie muss nicht gerade sein. Hä? Wie sieht der Höhlenverlauf denn aus? Was meinen die mit gerade? Ja. Was meinen die mit gerade? Ich glaube nicht, dass sie das diagonal meinen. Wie sieht deine Höhleneingang aus? Wenn sie das Brett in zwei Teile gleicher Form und Größe. Seine Figur in 7 Teilen. Hä? So stimmt es. Ich bin sicher. Da lag ich wohl. Zwei gleich große Teile einfach. Ach so, ja. Ja, meine Sägekünste. Ja, da war aber ein glatter Sieg durch K.O. Und nun, was wollt ihr als nächstes tun? Ihr habt dein Glück als verstanden. Dabei kriegt es ja so nicht weiter. Aber ewig werdet ihr nicht im Turm bleiben. Sobald ihr einen Fuß nach draußen setzt, habe ich euch. Ja, und ich auch. Honey, die beiden beißen nicht. Lass uns weitergehen. Wir haben die Verabredung. Bald kommt eine richtig spannende story-relevante Szene, ja. Cool. Eine der Säulen? Ach, da geht's weiter. Dieses? Was denn das da? Oh, sorry. Rätsel, noch eins. Sieht nur dort, der ganze Raum ist voller Spiegel, wie seltsam. Ruhig, mir schwirrt der Kopf. Achso, ja, ich glaub schon, in welche Richtung. Hier kommen wir bloß einen Plan nicht weiter. Was schlägst du vor, großer Luke? Ich vermute, dass in einer Wende ein Mechanismus auf euch versteckt. Vielleicht öffnen wir. Yep, ein Schalter. Eine einleuchtende Theorie, aber nicht ganz die Lösung. Wenn ich mich nicht täuschen sollte, dort im Dunkeln eine Tür verborgen liegen. Dann könnte ich einfach aufs gerade wohl losmarschieren. Der ganze Raum könnte mit Fallen gespickt sein. Aber ich glaube, ich weiß, was Sie denken, Professor. Glauben Sie etwa, dass dieser ganze Raum selbst ein riesiges Rätsel ist? Genau das glaube ich, Luke. Und ich werde mich sogleich an diesen Rätsel sagen. 93, Spiegellabyrinth. 50. Scheiße. Okay. Was? Achso, okay. 16 kreisförmige Kammern sind im Quadrat angeordnet. An den Punkten A, B und C und D fallen Lichtstrahlen ein. Du hörst nur. Nur 4 doppelseitige Spiegel aufstellen und die Strahlen an den Stellen mit den gelben Pfeilen hinausleiten. Es müssen exakt 4 sein und jeder Lichtstrahl muss die Anzahl an Kammern durchlaufen, die neben seinen Buchstaben angezeigt wird. Platziere die Spiegel in den richtigen Kammern und richte sie entsprechend aus. Durch Antippen der Räume montierst du oder entfernst du die Spiegel. Wir müssen alle machen oder nur eins von denen? Alle? Ja. Fuck. 9, 13, 21. Wie, in dieser Reihe müssen 5? Oder wie? Warte, was ist denn für... Einmal hin. Ja, wie? Es müssen, da steht da. 8, wie soll es hier 8 gehen? Keine Ahnung.
Wir sind behindert. Ja, schön. Nein, ich muss es nochmal lesen, warte. 16 Gräßchen Kammer sind in Katan angeordnet. Und der Boden hat sich auf ein Licht dran ein. So hast du vier doppelseitige Spiegel auf. Vier doppelseitige? Das müssen erst echt vier sein. Jeder. Achso, man darf nur vier aufstellen. Ach, deswegen ja, okay. Muss die Anzahl an Kammern. Achso, okay. Okay, mal gucken. Ah. Wo geht der Lichtstrahl denn hin? Da lang, ne? Mhm. Hey, jetzt geht's da lang. Was ist das denn? Warte, geh mal. Steht das irgendwie nicht? Wo geht der Lichtstrahl denn hin? Man sieht es gar nicht. Stimmt eigentlich. Hä? Warte mal. Und ich sage, du hast nur vier doppelseitige. Also vier doppelseitige Spiegel aufstehen. Strahlen, Sterne, die hier im Feind rausleiten. Ich check das auch nicht. Wunsch, zeigt der Lichtstrahl denn? Guck, hier kommt doch ein Lichtstrahl raus. Soll mal Antwort machen, so gucken, vielleicht kommt ja noch ein Bild dazu. Kann man ja sehen, wie, wo der Lichtstrahl schon hinfliegt. Ein Tipp. Doppelseitig? Also da ist ein Spiegel und da ist ein Spiegel. Ach so, der Lichtstrahl geht da. Wohin? So und dann so. Dann fliegt er nach oben. Und dann geht er nach rechts. Und dann nach oben. Ah, nicht schlecht. Okay, gut. Genau, haben wir dieses Problem mit dem Licht schon geklärt. Okay, jetzt noch überlegen, inwiefern das beeinflussen kann. Das ist schon richtig, ne? Biung-Bong. Biung-Bong. Das ist auch, oder? Biung-Bong. Stimmt. Aber wir sollen da vier Spiegel benutzen, oder? Vier? Ah. Okay, wenn man es so weiß, dann kann man schon denken. Ach, wir sollen nur vier? Wirklich nur vier? Steht da beim Tipp 1, oder nicht? Ah, okay. Gut. Dann machen wir mal. Das soll acht Kammern durchlaufen, das hier. Diese Lichtstrahl so 8 Kammern durchlaufen. Ja, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Einer von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, genau. Der hier muss hier ankommen. Okay, noch ein Lichtstrahl von hier. Der C straight forward nach oben, oder? Also. Ja, den müssen wir auf Dings, aber hier. So. Der muss hier ein sein. So, dass da ist und da lang, ne? Und ja doppelseitig. Wenn ich das mache, ne? Dann fliegt er doch da, ne? Nach oben. Dann fliegt nach oben? Mhm. Und so unten, ne? Ja. Aber ah. Man darf noch vier? Warte mal. Warte, hier. Guck mal, Tipp 1. So. Allerdings darfst du nur exakt vier Spiegel benutzen. Okay, komm. Nein, ohne. Echt? Okay, mach. Lichtstrahl C verabschiedet sich wieder, ohne auch nur einen von den einzigen Spiegel umgelenkt worden zu sein. Ja, ist klar. Lichtstrahl A wird nur ein einziges Mal umgelenkt. Okay, komm.
Also das brauchen wir nicht zu machen. Also das, der Lichtstrahl kommt ja durch, also müssen das nicht. Ach, das hier müssen wir nicht. Das geht ja eh nach oben. Okay, mach hier. Nochmal. Okay. Dann hier. Ja. Dann hier. Ja? Nein. Ich glaube, wir müssen uns das anders vorstellen. C müssen wir nicht, das ist, hat sich schon verabschiedet, sagen wir an dir. Mhm. Guck mal, das geht so Dium. Dium. Geht das nicht so? Ja, was du siehst, ja eigentlich. Ach so. Ach ja, stimmt. Weil das sind sie. Das ist ein Sechster, ne? Mhm. So kompliziert. Ich glaube, die Rätsel sind irgendwie richtig simpel. Ach, wie soll. Wo soll A denn hin? 1, 2, 3, 4. Nur einmal gelenkt werden, steht da. Ich glaube, da. Damit das nach dahin zeigt. Ja, stimmt. Ja, stimmt dann. Das ist richtig, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann müssen wir das hier und das hier. Haben wir noch hier. Was mit B? Wo kommt der Licht rein denn hier her? Von hier aus? Ich dachte Doppelseite, also wird es da nicht reingehen? Echt? Hm. Der geht einfach nur so. Ja, ich glaube. Warte, der vierten. Ach hier, den da? Nein, wie wird das Licht da reinkommen? Hm. So? Ja, soll ich machen? Mhm. Mal sehen, oh Mann, ob das stimmt. Oh. Ich glaube, wir verstehen das falsch, deswegen. Habe ich etwas übersehen? Okay, warte, drück mal. Drück mal. Erneut versuchen. Weiter. Drück mal drauf. Wir sehen uns gleich wieder.